komplex und individuell. Wir gucken, ob wir bestimmte EKG-Veränderungen finden. Qualifiziert und spezialisiert. Das Team ist wirklich alles. Rund um die Uhr einsatzbereit. Das sind die Kardiologen am Asklepios-Klinikum Uckermark. Sie sind Experten auf dem Gebiet der Herz-, Lungen- und Stoffwechselerkrankungen. Wie geht's heute Morgen? Also heute früh hatte ich einen kleinen Hopser wieder. Also das habe ich gemerkt wieder. Hopser? Naja, wieder diese. Dr. Oliver Gunkel leitet die Station mit insgesamt 70 Betten. Gemeinsam mit seinem Team deckt er die Schwerpunktversorgung auf dem Fachgebiet der Kardiologie ab. Zu seinen Patienten gehört auch die Anna Möller. Ihre Krankengeschichte ist genauso lang wie ihr Leben. Wie wir die Strategie planen. Mhm. Ja, gestern die Untersuchung hat uns ja gezeigt, keine bösartigen Rhythmusstörungen. Das ist ja schon viel wert. Heute machen wir das MRT. Ich habe einen angeborenen Herzfehler und hatte in letzter Zeit Herzrhythmusstörungen, die sehr heftig waren. Und da bin ich dann auf Anraten meiner Ärztin mal in die Notaufnahme gegangen und bin dann eben hier auf Station gelandet. 1974 geboren, stellen die Ärzte ein Jahr später den angeborenen Herzfehler fest. Von fortan findet der Lebensalltag der heute 44-Jährigen immer wieder in einer Klinik statt. Meist fernab ihres Heimatortes. Wir sollten als Schwerpunktkrankenhaus schon versuchen, auch diese Patienten hier möglichst vollständig zu behandeln, um sie nicht nach Berlin zu schicken, Wohnort fern dann behandeln zu lassen. Die Anna Möller kann in Schwedt behandelt werden. Sie profitiert von Maximaltherapien und kurzen Wegen. Nach Herzkatheter und elektrophysiologischer Untersuchung ist für heute ein MRT geplant, bevor die Ablation erfolgt. Das MRT wird sich als schwierig erweisen, auch wenn die Patientin nach außen entspannt und fröhlich ist. Die inneren Werte zeigen etwas anderes. Das Einzugsgebiet der Patienten erstreckt sich über die Uckermark hinaus ins südliche Mecklenburg-Vorpommern und den nördlichen Barmen. Genau dort ist Klaus Eggebrecht zu Hause. Er ist Diabetiker und hat eine Herzschwäche. Bei mir war der Puls total runter, unter 40. Und deswegen hat der Chefarzt Dr. Kunkel hier entschieden, dass ich den Schrittmacher bekomme, weil ich vorher die Leitweste getragen habe. Und damit bin ich nicht klargekommen. Und nun war für mich eine kleine Erlösung. Der 69-Jährige ist wegen seiner Vorerkrankungen bereits gehandicapt. Umso glücklicher ist er, dass er durch den kleinen operativen Eingriff nicht groß beeinträchtigt ist. Im Asklepios-Klinikum Uckermark werden zeitgleich zwei Herzkatheterlabore genutzt. Na, wir haben schon größere Kapazitäten, also wir haben mehr effektive Katheterzeit letztendlich zur Verfügung. Und damit können wir unser Spektrum auch erweitern. Wir können mehr komplexe Untersuchungen machen. Wir können vor allem den Bedarf an elektrophysiologischen Untersuchungen und Ablationen, also Behandlungen, Katheterbehandlungen von Rhythmusstörungen, können wir abdecken jetzt. Ärzte und Schwestern arbeiten hochkonzentriert Hand in Hand. Während in einem Herzkatheterlabor ein Event-Recorder entfernt wird, der Herzrhythmusstörungen aufzeichnet, kann im anderen Labor eine Verengung der Herzkranzgefäße ausgeschlossen werden. Aufatmen beim Patienten. Also kommt es wohl eher von der Rhythmusstörung und oder vom hohen Blutdruck. Der Blutdruck ist hoch, ne? Blutdruck ist hoch, Puls ist zu hoch. Das muss man optimieren und dann ist die Pumpfunktion auch wieder besser, denke ich. Dann alles Gute erstmal. Die Herzkatheteruntersuchung macht die Durchblutung am Herzen direkt und zuverlässig sichtbar.
Diese liegt schon hinter Diana Möller, die jetzt im MRT liegt. Das Herz soll ganz genau dargestellt werden. Doch dann zeigt das System heftiges Herzrasen. Wie gehen die Ärzte weiter vor? Kann Diana Möller trotzdem geholfen werden? Und was verbirgt sich hinter dem plötzlichen Zusammenbruch eines Patienten an einer polnischen Tankstelle? Das und mehr sehen Sie in der nächsten Folge Herz im Takt, die Kardiologen im Asklepios-Klinikum Uckermark.